Ein Instrument, das ich noch nicht kenne, entdecke ich eigentlich, indem ich zunächst einmal in den Kirchenraum gehe und den Kirchenraum für mich entdecke und horche, wie ist die Akustik, wo steht die Orgel in diesem Raum und wie wirkt sie in den Raum. Und dann setze ich mich an die Orgel und versuche zu entdecken, wie der Kirchenraum auch in gewisser Weise einen erweiterten Resonanzkörper für das Instrument wird. Die Zeller Stadtkirchenorgel ist eines der frühen Instrumente, die einen sogenannten Hamburger Prospekt haben. Das heißt, eine Orgelanlage, in der das Werkprinzip sehr ausgeprägt ist. Man kann sehr schön sehen, wo das Hauptwerk ist, zwischen den Pedaltürmen untergebracht, das Rückpositiv, also das Pfeifenwerk, das im Rücken des Organisten liegt, sowie das Brustwerk, das über dem Organisten unmittelbar über der Spiegelanlage zu finden ist. Und links und rechts flankiert wird dieses Werk dann von den gewaltigen Pedaltürmen mit den großen, langen Basspfeifen. Stilistisch ist diese Orgel insofern auch interessant, weil sie das Klangbild eines Instrumentes wiedergibt, so wie es in der frühbarocken norddeutschen Zeit typisch gewesen ist. Also in der Zeit unmittelbar vor dem großen Orgelbaumeister Ab Schnitger. In den Bautechniken der Schule Ab Schnitgers rekonstruierte Rowan West Ende des 20. Jahrhunderts das klingende Orgelwerk. Auf drei Manualen und Pedal sind 49 Register der Barockorgel zu spielen. Das instrumentale Zauberwerk einer Orgel basiert auf dem Zusammenspiel technischer Fertigkeiten und ausgeklügelter Materialkenntnisse. Das Material spielte damals eine ganz besondere Rolle. Man wandte sich zunächst einmal an Heinrich Scheidemann in Hamburg und fragte, wer denn einen solchen Orgelbau bewältigen könne. Und so kam man schließlich auf den Orgelbauer Harmen Kröger, der in Minden ansässig war, der auch zusagte, dieses Instrument zu bauen. Mit dem Kontrakt, der mit ihm geschlossen wurde, war auch die Aufgabe verbunden, für die nötigen Materialien zu sorgen. Das tat Harmen Kröger auch, aber das entwickelte sich zu einer sehr, sehr schwierigen Aufgabe. Man brauchte eine große Menge Blei, ungefähr 60 Zentner, man brauchte sehr viel Holz und viele andere Materialien wie Messing, die in der Mechanik der Orgel untergebracht werden müssen. Herzog Christian Ludwig spendete 1653 die Orgel für die Stadtkirche in Celle. Ein großes Problem war damals, man war kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg in einer Situation, in der es sehr wenig Holz gab. Man brauchte ja für solch einen Orgelneubau viel Eichenholz, das gut abgelagert und trocken war. Dieses Holz war sehr schwer zu bekommen. Damals schaltete sich der Zeller Herzog ein. Er stellte die Finanzmittel für den Orgelbau zur Verfügung. Aber selbst das reichte nicht einmal, um unterschiedliche Lokalitäten davon zu überzeugen, Holz zur Verfügung zu stellen. Und schließlich musste der Zeller Hof bares Gold zahlen, um die Leute dazu zu überreden, ihr Holz zur Verfügung zu stellen. Der Klangreichtum liegt in den fachkundigen Händen der Instrumentalisten. Martin Winkler lehrt angehende Organistinnen und Organisten, den Instrumenten die Nuancen der Klangpalette zu entlocken. Sie müssen lernen, welche klanglichen Möglichkeiten dieses Instrument in sich birgt. Ich sage den Schülern immer, eine Orgel ist wie ein großer Farbkasten. Man hat viele verschiedene Farben zur Verfügung und die Kunst besteht nur darin, diese Farben zu mischen und immer wieder auch neue Klangwelten zu erschließen. Bei den Jugendlichen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Orgel doch noch einmal eine ganz besondere Rolle spielt, weil sie eben nicht nur zu Hause oder in einem Konzertsaal zu finden ist, sondern auch eine besondere Funktion in unseren Kirchen hat. Das ist mir als Orgellehrer durchaus ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich erlebe oft, dass Jugendliche schon ein gewisses Interesse
an Fragen des Glaubens mitbringen, wenn sie sich mit der Orgel beschäftigen. In anderen Fällen ist es aber auch so gewesen, dass über das Orgelspiel das Interesse an Fragen geweckt wurde, die über das reine Musizieren hinausgehen. Ich versuche sehr aufzunehmen, was im Gottesdienst geschieht und auch auf musikalische Weise Antworten zu finden. Die vielen Gesichter, die ich hier auf den Pfeifen um mich herum habe, die sprechen mich eigentlich sehr an. Ich bin ja auch Chorleiter und arbeite singenderweise mit Menschen und da habe ich genau die gleiche Situation. Hier ist es insofern noch schöner, weil die Pfeifen immer alles tun müssen, was ich ihnen sage, was im Chor vielleicht nicht immer so passiert.